Gut, dann beginnen wir hier mit dem Sohn des Vitalis. Kopf nochmal 649. Gut, das Tantra machen wir nur an. Und auch hier ist der Sehnes den Hals ganz bisschen nochmal tiefer ab. Gut, genau. So, mal ein charmantes Pferd. Was? Ein bisschen nochmal leer, um den Hals ein bisschen fallen zu lassen, dass das Ganze tragen auch noch ein bisschen mehr aus dem Hinterbein durch den Körper nach vorne abgewickelt wird. So, genau. Jetzt sieht man auch, dass sich der untere Halsmuskel so ein bisschen entspannt. Da sind wir richtig. Und dann trotzdem so ein bisschen fordern, nachtreiben, dass er dann daraus lernt, wirklich der Hand zu folgen. Deshalb schön dranbleiben. So, genau. Wieder so ein bisschen nach vorne fühlen. So, genau. Immer so die Hinterbeine mitnehmen wollen. Ja, muss ein bisschen rausfühlen. Dass man das auch nachher so reiten kann und da auffordern kann. Und das kann ein bisschen Eisen verloren. Gut. So. Genau, Handwechsel ruhig, ne? So, dann nächste lange Seite an, die Tritte etwas verlängern. So, Hals wieder etwas tiefer lassen. Gut, jetzt denkst du mal so langsam ein bisschen nach vorne. Ne? Hals ein bisschen tiefer lassen, genau, und jetzt schön nachtreiben. Bisschen nach vorne. So, genau, genau. Gut. So, jetzt haben wir dann schön nachher, ne? Gut, prima. Gut. Jetzt machen wir mal eine lange Seite, ne? Aber jetzt prima so. Nochmal einmal ranfühlen mit dem tiefen Hals. So. Naja. Fuß auch einfach über die andere Seite. Ist ein bisschen leichter. Da ist auch noch so leicht abgelenkt. So, Hals wieder tiefer lassen. Wieder ranholen. Genau. Jetzt schon ein bisschen Zug fühlen, ne? Dass der schön nach vorne entwickelt. So, langsam. Genau. Ein bisschen doll. Gut. Das machen wir gar nicht zu doll. Dann gleich unten auf den Zirkel gehen, dass du unten einmal nur rechts Galopp entwickeln kannst. So, immer wieder Hals tief, Hals länger. Ganz wichtig bei ihm. Gut. Jawohl, das ging jetzt auch schon selbstverständlicher. So. Den Hals tiefer, so kurz Kontrolle haben, dann wieder leicht werden. Gut. So. Okay. Viel Raum mit dem Ballon, der sich noch ein bisschen ertragen muss, damit er auch das Tempo noch ein bisschen besser hält. So, genau. Fahre ich es einfach durch, das ist einfach kein Problem. Gut, dann machen wir den Handwechsel. Gut, ne? Dann ruhig einmal eine Runde auf dem Zirkel da galoppieren. Gut, jetzt versuchst du ein ganz bisschen dein Tempo zu fühlen. Ne? Ein ganz bisschen, genau. Und nicht nur wegläuft, noch einmal ranfühlen. So, das ist besser. Gut. Prima. Gut. So, okay. Das ist schon besser. Gut. Ja, dann muss er den Tag kriegen, bis der Ruhe im Ablauf. Übergang zum Treppen. Ich habe dir dann den gewissen Witz aus den Dingen rum, dass ich gesagt habe, dass er nochmal nachgesagt hat. So, dann gleich lieber natürlich dann ankommen lassen und dann Übergang zum Schritt. Ja, klar, das ist ja entspannt. Also ist jetzt nicht so, dass wir da Stress machen müssen. Deswegen kann ich es auch gar nicht verstehen, weder von uns noch von euch da. Wir dürfen da nur eins vornehmen, aber kennst du ihn halt, ja. Ja. Ganz ehrlich, unter uns, wenn du wirklich unter uns bleibst, nicht so wieder rumerzählen, wie wir mit einem Stroh, das ist ein richtig blöder Pisser.
so, ja, ne, der noch Handwechsel. Aber soll ich mal sagen, was er, muss er mich gefragt hat? Wenn Sie jetzt einmal mehr loslässt, wie noch das Stück großzügig oder soll ich mir das Stück besser zu verhindern? Ja, und da habe ich wieder keine Ahnung. Das hat er mir schon mal erzählt. Also alles für eine Stunde für euch. Das ist einfach mal zu ändern, dann tauschen wir einmal. Damit hat auch Katharina 49 Nattewelt, der Sohn des Vita.